so viel über die Autobahn. Und die Sonne verblasst und rennt im Hintergrund. Ja, ich kann mir jedes Auto leisten. Ich fahre mit 100 km/h über die Autobahn. Ja, dieser Sonne verblasst im Hintergrund. Ja, die ganze Sonne verblasst und ich fahre durch den Sonnenuntergang. Ja, ja, mit einem Auto, was 350 PS drauf hat. Ja, ja, mit den Fahrrädern lade ich über Autobahn. Ja, ja, und mit den ganzen anderen Zeug natürlich auch. Und dann rolle ich über die Autobahn. Über Autobahn. Mit einem Auto fährst du 53 drauf hat. Wisst ihr was, dieses Auto ist so teuer. Ja, wieso ist es einfach so krass? Geht schon, ja, ja, ich rede von GTA 5 online. Ja, 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 ja. Ich kaufe mir die Autos, spare mir das Geld zusammen, ja, ja, ja. Und dann kaufe ich mir die neuesten Autos, wenn ich es drauf hab. Ja, dann sind die Autos wirklich sehr schnell, ja, ja. Aber das PS wird nicht drauf angezeigt, ja, ja, ja. Ich rolle mit dem Auto, was 350 km/h drauf hat. Ja, dann rade ich über die Autobahn und der Sonnenuntergang. Ja, der verblasst immer im Hintergrund, ja, ja. Ich fahre mit einem Auto, was dann da dran. Ja, und gerade ich über die Autobahn, ja. Und dieser Text ist einfach nur einfallsreich, geil und krass. Ich weiß nicht warum, aber es ist geil. Ich rade mit 100 km/h über die Autobahn, ja. Und ich hab's einfach nur drauf, ja, ich hab's drauf. Und den ganzen Beat nur auf, ja, ich rade drauf, ja. Ich komm in GTA-Lobby an, ja, ja. Das ganze Geld spare ich mir wieder zusammen, ja, bis ich ungefähr 500 km/h hab. Hab, ja, dann geh ich ins Internet und kaufe mir das neue Auto. Es ist einfach nur sehr schnell und es fühlt sich gut an, über die Autobahn zu fahren.